Hamburger Waldstadion etwa die Hälfte Fans des 1. FC Kaiserslautern sahen aber zunächst die besseren Möglichkeiten für den Neuling, für den FC Homburg. Thomas Dule einmal in der Offensive und dann in der 12. Minute bereits das zweite Tor von Schäfer erzielt. Auch dieser Treffer wurde von Schiedsrichter Pauli nicht anerkannt. Zuvor schon ein Abseitstor von Freiler zurecht. Wahrscheinlich hat hier Dule seinen Gegenspieler behindert am kurzen Pfosten. Die Homburger mit dem Elan des Neulings und die Raumdeckung der Lautrer einige Male unachtsam. Hier Handspiel, auch hier von Schiedsrichter Pauli die Situation unterbunden. Gunzoll im Mittelfeld, der Lenker beim FC Homburg. Dule mit einer guten Leistung gegen Wolfram Wuttke, den Nationalspieler. Wieder Gunzoll, der sieht auf der rechten Seite Knoll. Der allerdings vergibt diese Chance, da hätte er flanken können. Dennoch die besseren Anteile in den ersten 20 Minuten beim FC Homburg. Ehemann mehr beschäftigt als sein Gegenüber Klaus Scherer. Die Spielanlage der Lautrer zwar besser, aber die besseren Möglichkeiten wie hier durch Schäfer hatten die Saarländer. Die beiden Sturmspitzen Schäfer und Freiler allerdings schwach. Udo Klug winkte seine Abwehr zurück, das ist Hartmann. Und ein herrliches Tor von Trunk. Ein wunderbares 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Noch einmal Moser, die Vorarbeit. Die Mandecker beim FC Homburg nicht Herr der Situation. Hartmann und Trunk, der durchstartet und diesen schönen Kopfballtreffer erzielt in der 35. Minute. Des 0:1 im Waldstadion. Hannes Baumgartz, der gestern 35 Jahre wurde, wollte ein Geburtstagsgeschenk. Und das wäre es fast gewesen. Trunk, noch einmal, sehr quirlig. Aljewi vergibt hier die Möglichkeit und Hendrich rettet. 0:1, das war der Pausenstand. Im zweiten Durchgang gab es einige Aufregungen. Bei dieser Szene zum Beispiel. Abseitsposition entschieden vom Linienrichter. Achten Sie noch einmal auf den Pass von Gunzoll. Jetzt spielt er und Schäfer nicht im Abseits, aber er wurde zurückgepfiffen. Das Schiedsrichter- und Liniengespann im Blickpunkt. Wie auch Trunk auf der anderen Seite. Er war der Unruheherd sozusagen im Homburger Strafraum. Mit einer sehr, sehr guten Leistung. Von Geschlecht kaum in den Griff bekommen. Wie auch in der folgenden Szene. Noch einmal Trunk. Nur ganz, ganz knapp am 2:0 für den 1. FC Kaiserslautern vorbei. Dann die Schlussphase, 85. Minute. Hendrich ist das. Und jetzt achten Sie auf Schäfer. In Abseitsposition oder nicht, das war die Frage. Gunzoll macht das 1:1 den Ausgleich. Es gab tumultartige Szenen am Spielfeldrand. Aufregung natürlich beim 1. FC Kaiserslautern. Dieser Herr soll es gewesen sein. Er hat die Fahne zweifelsohne oben gehabt. Und was die Lauterer da machen und was die Homburger, wie sie reagieren, mit Sicherheit nicht korrekt. Noch einmal der Pass. Schäfer in Abseitsposition. Die Kamera verrät nicht, was hinter ihm passiert. Aber es scheint deutlich zu sein, dass er abseits war. Und dann macht Gunzoll das 1:1 den Ausgleich. Hier noch einmal deutlich sieht man, dass zumindest die Fahne oben war. Ein unrühmlicher Ausklang dieses Unentschiedens 1:1 in diesem Derby. Wir haben natürlich noch eine Tabellensituation.